Heute reisen wir mal in das ferne Japan, wo wir uns einige mythische Kreaturen des dortigen Volksglaubens ansehen werden. Und es handelt sich dabei um monströse oder dämonische Wesen, die Yokai genannt werden. Und ich kann es gleich schon mal sagen, ich habe auf YouTube auch japanische Geistergeschichten schon aufgenommen. Ich glaube, das sind 3 Videos. Also wer am Anschluss noch nicht genug hat, geht schnell auf YouTube und hört euch meine Geistergeschichten aus Japan an. Die sind auch richtig interessant. Die Yokai können in jeglicher erdenklichen Form erscheinen. Sie sind mal brutal und bestialisch, mal sogar in der Lage, Mitgefühl zu empfinden oder sie können sogar reden. Das Spektrum ist riesig und ich würde es nie schaffen, alle Ausprägungen in einem Stream unterzubringen. Aber das hält uns jetzt natürlich nicht auf, uns zumindest schon mal 3 dieser Figuren anzusehen und uns deren Geschichte anzuhören. Und wenn ihr sie spannend findet und mehr davon hören wollt, dann können wir auch jederzeit noch einen zweiten Teil dazu machen. Aber jetzt wenden wir uns erstmal der ersten Figur zu, der Futakushi Onna. Hunger kann uns zu sehr viel treiben, sei es Raub, Mord oder gar zum Verzehr von Menschenfleisch zum Überleben. Doch hättet ihr gedacht, dass er auch in ein wortwörtliches Monster verwandeln kann? Diese Sage spielt in einem kleinen ländlichen Dorf in der Präfektur Fukushima im Osten von Japan. Ein Mann, welcher sehr knauserig war, lernte eines Tages eine Frau kennen, die gar nichts aß. Das bewunderte er sehr und betrachtete es als gute Möglichkeit zum Sparen. Er beschloss, obwohl er sie erst einen Tag kannte, sie sofort zur Frau zu nehmen. Aber als er einen Tag später mit Erschrecken feststellte, dass seine Essensvorräte trotz seiner genügsamen Frau immer weniger wurden, traute er seinen Augen kaum. Hier stimmte etwas nicht. Also gab er am nächsten Tag nur vor, zur Arbeit zu gehen und versteckte sich im Haus. Er beobachtete, wie sich seine Frau in den Vorräten bediente und etwas zuzubereitete. Doch statt sie dabei zu ertappen, wie sie selbst alles verschlang, sah er mit Schrecken, wie sich ihre Haare am Hinterkopf teilten und ein großer Mund mit dicken Lippen und messerscharfen Zähnen zum Vorschein kam. Ihre Haare bewegten sich, Strähne für Strähne schlangenartig auf das Essen zu und warfen ein Reisbällchen nach dem anderen in den Schlund am Hinterkopf. Sie war eine Futakushi Onna. Der Mann war geschockt und angeekelt zugleich und verlangte die sofortige Scheidung. Aber bevor er diese vollziehen konnte, bekam sie Wind von seinem Plan, sperrte ihn in eine Badewanne und verschleppte ihn in die Berge. Das Glück war aber auf seiner Seite. Er konnte ihr entkommen und obwohl sie ihn suchte, fand sie ihn nie. Aber er musste den Rest seines Lebens in einem stinkenden Sumpf verbringen, um nicht wieder von ihr gefunden zu werden. Eine weitere Sage über den Fluch der Frauen zur Futakushi Onna macht, erzählt von einer Stiefmutter, die das eigene Kind richtig verhätschelt und ihm viele köstliche Speisen zu essen gibt, während ihr Stiefkind keine Liebe und wenig oder gar nichts zu essen bekommt. Als das Kind dann auf tragische Weise verhungert, verflucht es seine Stiefmutter und ihr wächst der grausige Mund am Hinterkopf. Der zweite Mund isst ihr immer all das Essen weg, bis die Stiefmutter schließlich auch verhungert, wie ihr Stiefkind, als Rache für ihre grausame Tat. Es gibt auch eine Sage, die über einen Holzfäller erzählt, der seiner sehr anhänglichen Frau versehentlich oder gar absichtlich den Hinterkopf mit einem Beil spaltete. Und als der Hinterkopf aber nicht wieder richtig zusammenwächst und zu einem Mund verwächst, wird die Frau ebenfalls zu einem Yokai. Doch diese Sage ist am wenigsten verbreitet und am unbekanntesten. Futakushi Onna bedeutet wörtlich übersetzt Zweimundfrau. Es ist ein bekannter Yokai aus der japanischen Mythologie. So, als Yokai wird ein japanischer Dämon oder ein Monster bezeichnet. Eine Futakushi Onna wird meist als eine junge Frau mit dicken schwarzen Haaren beschrieben, welche ein grausiges Geheimnis versteckt. Einen zweiten, kompletten Mund, der funktionstüchtig ist und der am Hinterkopf der Frau sitzt. Dieser ist der eigentliche Dämon der Geschichte. Die Frau selbst wurde in diesem Fall von einem Fluch belegt. Dieser rührt meist aus ihren eigenen Vergehen oder durch eines, welches in ihrem Umfeld passierte, her. Die betroffene Frau scheint sehr genügsam zu sein und isst selbst sehr wenig bis gar nichts. Aber der zweite Mund verschlingt am Hinterkopf alles, was er mit seinen tentakelartigen Haaren zu fassen bekommt.
Er verlangt mit gemurmelten Schimpftiraden nach Essen. Und wenn man seinen Wunsch nicht nachkommt, fängt er an zu schreien und treibt die Frau, die er in Besitz genommen hat, so lange in den Wahnsinn, bis er das bekommt, was er will. Und er ist alles andere als genügsam. In den volkstümlichen Erzählungen der östlichen Region Japans werden diese Yokai als formwandelnde Hexen angesehen, die sich als junge Frau nur ausgeben, um sich an Männern zu rächen. Wie in unserer ersten Sage, die wir angeschaut haben, ist, der es um den geizigen Mann und seine junge Braut ging. Und in den westlichen Regionen sind sie häufig als eine formwandelnde Kumo, ein Spinnendämon, bekannt, was sich durch die Haare erklären lässt, die so Spinnenbeinen ähneln. Hierzu konnte ich aber leider keine genaue Sage finden. In anderen Erzählungen ist dieser Yokai das Ergebnis von Flüchen, die durch böse Taten ausgelöst werden. Und diese findet ihr auch in der Sage mit der Stiefmutter und dem Holzfäller wieder. Es betrifft auch Frauen, die kaum etwas essen, dem Schlankheitswahn verfallen sind oder eben einen geizigen Mann haben. Sie sind also prädestiniert dazu, diesem Dämon zum Opfer zu fallen. Dieser Yokai soll daher als Strafe gedacht sein für gierige oder gar geizige Menschen, für Boshaftigkeit oder ungesunde Sparsamkeit. Dieser Yokai, den kennen manche auch vielleicht sogar schon, der scheint nämlich in vielen Mangas oder Animes und von ihr wurde sogar auch ein Pokémon inspiriert, das in der dritten Generation erschienene Flunkiefer. Dieses Pokémon benutzt sein gewaltiges Maul für Angriffe, sieht ansonsten aber eigentlich klein und unschuldig aus. Nun kommen wir zum nächsten und das ist der Akamanto. Der Schultag ist mal wieder länger. Es ist bereits später Abend und die tagsüber belebten Gänge der Schule sind bereits leer, während ihr den verwaisten Gang entlang schlendert, bereits auf dem Weg nach Hause. Und euch überkommt ein dringendes Bedürfnis und ihr wollt eine Toilette aufsuchen. Die nächste Toilette ist zwar alt und wurde schon lange nicht mehr gewartet, aber auf die Schnelle tut es diese auch. Kabine 1 hat keine Tür, bei Kabine 2 steht ein großes Schild außer Betrieb. Was sich in Kabine 3 befindet, naja, geht lieber in Kabine 4. Die scheint in Ordnung zu sein. Und so geht ihr dann eurem dringenden Bedürfnis nach. Aber als ihr fertig seid, bemerkt ihr, dass sich kein Toilettenpapier an der Rolle befindet. Dann hört ihr eine seltsame Stimme, die von außen auf der anderen Seite der Kabine fragt, willst du rotes oder blaues Papier? Ihr seid erschrocken, denn ihr habt niemanden die Toilette betreten hören, aber ihr braucht das Toilettenpapier und sagt ohne nachzudenken rotes Papier. Die Tür zu eurer Kabine öffnet sich und ihr seht ein weißes, kränkliches Gesicht und aufblitzenden Stahl. Ein Messer. Bevor ihr wisst, was vor sich geht, sticht die Person mit dem Messer mehrmals auf euren Körper ein. Während ihr spürt, wie die Klinge euch aufschlitzt und euer Blut an die Wände der Toilette spritzt, fragt ihr euch, was passiert wäre, wenn ihr blaues Papier geantwortet hättet. So oder ähnlicher geht es den Schülerinnen und Schülern in Japan, wenn man der Urban Legend von Akamanto Glauben schenken darf. Akamanto bedeutet roter Umhang oder rote Weste. Je nach Variante der Legende ist es ein Yokai oder auch ein Geist. Und in anderen Geschichten ist es aber manchmal auch ein Serienmörder, der sich in der Kabine einer Toilette versteckt und auf seine Opfer wartet. Das Wesen soll einen langen roten Mantel und eine Maske tragen, die das Gesicht verbirgt. Und manchmal wird es aber auch mit einem weißen, kränklichen Gesicht beschrieben. In anderen Fällen soll das Gesicht unter der Maske jedoch gut aussehend sein. Das Gerücht um den Akamanto lässt sich mindestens auf die 1930er Jahre zurückführen. Das Aussehen von Akamanto hat sich dabei mit der Zeit verändert, wie sich auch das Wort selbst in der japanischen Sprache verändert hat. Stand Manto früher noch für einen ärmellosen Kimono, so bedeutet es heute Mantel oder Umhang. Die Legende von Akamanto ist in Japan weit verbreitet und kommt in vielen verschiedenen Varianten vor. Oft ist sie besonders mit Grundschulen verbunden. Normalerweise bezieht es sich auf eine bestimmte Kabine auf einer bestimmten Toilette einer Schule. Das ist dann eine ältere oder eine selten benutzte Toilette. Und oft ist es die vierte Kabine, die verflucht ist, denn die Zahl 4 wird in Japan mit dem Tod verbunden.
Wie in der Einleitung folgt ein Aufeinandertreffen mit dem Akamanto oft diesem Muster. Ein Schulkind verspürt am späten Abend den Drang, auf Toilette zu gehen, und die nächste verfügbare Toilette ist eine, die in der Regel von den anderen an der Schule gemieden wird und bereits älter und weniger gut gepflegt ist. Außerdem heißt es, dass es dort spukt. Und das Schulkind hat jedoch keine Zeit, um eine andere Toilette zu suchen, und tritt ein. Nach erledigtem Geschäft will es dann zum Toilettenpapier greifen, muss feststellen, dass es aber keins hat. Plötzlich spricht dann eine Stimme und fragt, willst du rotes Papier oder blaues Papier? Antwortet es rot, so wird es niedergestochen und aufgeschlitzt, sodass das Blut die Kleidung rot färbt. Antwortet es blau, dann wird ihm das Blut aus den Adern gesaugt und der Leichnam des Kindes bleibt tot und mit blauem Gesicht zurück auf dem Boden der Toilette. Die Art und Weise zu sterben variiert jedoch. Also bei der Wahl rot geht es von aufgeschlitzt werden bis zum gehäutet werden. Dabei wird die abgezogene Haut dann wie ein Mantel um die Leiche des Opfers gelegt. Jedoch gibt es auch unterschiedliche Fragen. Statt der Frage nach dem Toilettenpapier gibt es auch die Frage rote Weste oder blaue Weste, rote Hand oder blaue Hand und rote Zunge oder blaue Zunge. Und bei den letzten beiden Varianten käme dann eine Hand oder Zunge in entsprechender Farbe aus der Toilette, um über das Gesäß des Opfers zu streichen. Bei der Wahl blau wird man entweder erwürgt oder das Blut wird aus dem Körper gesaugt. Und wie bei vielen anderen Urban Legends gibt es kein Entkommen vom schrecklichen Schicksal bei der Begegnung mit dem Akamanto. Jedoch gibt es davon auch Abweichungen, also antwortet man mit einer anderen Farbe als rot oder blau, so soll der Akamanto einen mit dem Kopf in die Toilette drücken, bis man ertrinkt. Oder in einem anderen Fall wird das Opfer direkt in die Unterwelt gezogen. In einigen Fällen sollen Schülerinnen und Schüler entkommen sein, indem sie gesagt haben, ich brauche kein Toilettenpapier. Und dies soll ihnen genug Zeit gegeben haben, um vor dem Akamanto zu fliehen. Bei der Flucht sei jedoch auch davor gewarnt, dass der Akamanto sich auch einfach in den Weg der fliehenden Person stellen kann. Manchmal reicht es auch, einfach nicht zu antworten, dann soll der Akamanto verschwinden. Jene, die eine Begegnung mit dem Akamanto überleben und von ihrer Geschichte erzählen, sollen danach krank werden und wenig später versterben. Aber woher kommt diese Urban Legend? Das ist nicht einfach herauszufinden, da die Legende auch bereits so alt ist und in so vielen verschiedenen Formen überall erzählt wird. Aber trotz des Alters ist die Legende vom Akamanto immer noch sehr beliebt. Es gibt auch Creepypastas darüber, zum Beispiel auch im Wiki. Und durch neuere Toilettenlegenden hat die Popularität von Akamanto auch nicht mehr nachgelassen. Vielleicht ist Akamanto auch ein Spiegelbild der Angst eines jeden Kindes im Schulalltag. Die Schule in Japan, die geht oft auch bis Samstag und dann bis in den späten Abend müssen Kinder lernen und noch zu einer Paukschule gehen. Und diese Gebäude können auch bedrohlich sein, wenn sie abends leer sind und dunkel. Und dann spiegelt das möglicherweise die Angst der Kinder wieder, dass auf den Toiletten etwas lauert. Unser nächster Yokai ist der Umi Niobo. Ein beliebtes Reiseziel für viele Menschen ist Shimane-Präfektur in Japan. Shimane hat eine unglaubliche Naturschönheit sowie unberührte Strände und Silberminen. Besonders an den Küsten der Izumo-Region bringt diese salzige Seeluft auch einen Mythos um einen schrecklichen Meeresbewohner, der sich aufs Land unter Menschen traut und dort ihr Unwesen treibt. Ein alter Mann, welcher in dem Dorf Uporai in Shimane lebt, wird von seinem Freund darum gebeten, sein Haus zu hüten, während er auf Reisen gehen würde. Der alte Mann willigt ein, da er dies schon oft getan hat und diese Aufgabe auch gewohnt ist. Als es immer später wird, wird der Mann müde und döst langsam ein. Und plötzlich überkommt ihn ein seltsames Gefühl, beobachtet zu werden. Sofort erwacht der Mann und schaut aus dem Fenster, wo er glaubt, für einen kurzen Moment ein paar seltsame und beunruhigende Augen zu erblicken. Doch so schnell diese Augen gekommen waren, verschwinden sie auch wieder in der Nacht. Der alte Mann wird dann immer unruhiger und wird von einer großen Angst übermannt. Fast schon instinktiv versteckt er sich in einem Schrank und hält die Luft an, um ja keinen Laut von sich zu geben. Einen Moment später hört der Mann, wie sich die Haustür öffnet und jemand hereintritt.
Vorsichtig öffnet er einen Spalt des Schranks, um hinauszuspähen. Und was er sieht, lässt ihn komplett erschaudern. Im Raum steht eine Frau mit langen schwarzen Haaren. Auf den ersten Blick sieht sie normal aus, bis er die Schuppen an ihrem ganzen Körper erkennt. An den Händen und Füßen trägt sie Schwimmhäute. Er erkennt, dass die Kreatur, die ihn beobachtet, eine Uminiobo ist. Die Uminiobo trägt ein rotbäckiges, neugeborenes Menschenbaby auf dem Arm. Der alte Mann beobachtet, wie sie die Küche betritt und anfängt suchend herumzuschnüffeln. Sie entdeckt dann ein Fass mit eingelegtem Fisch, welcher mit einem Stein beschwert wurde, um den Deckel geschlossen zu halten. Und trotz Baby auf dem Arm hebt sie mit Leichtigkeit den schweren Stein vom Fass, um sich dann über den Fisch herzumachen. Als sie den gesamten Fassinhalt verschlungen hat, beißt sie in das Baby und verschlingt dieses genauso schnell. Der alte Mann ist komplett gelähmt vor Angst, kann aber auch nicht von dem grausamen Monster wegsehen. Die Uminiobo ist nach ihrem Mahl trotzdem noch nicht gesättigt und sucht das Haus nach dem alten Mann ab. Wo ist der alte Mann, den ich vorhin hier drin gesehen habe? Ich könnte wirklich etwas gebrauchen, um meinen Gaumen zu reinigen. Als sie jedoch keine Spur des Mannes findet, gibt sie die Suche auf und verlässt das Haus. Die Uminiobo, oder auch Seefrau genannt, ist ein gefährlicher Yokai, der in den Küstenregionen und dem Ozean Japans heimisch ist. Diese Yokai ähneln menschlichen Frauen, haben jedoch viele fischartige Merkmale. Ihre Haut ist schuppig und an Händen und Füßen haben sie Schwimmhäute, die Flossen ähneln. Ihrem Mund haben sie rasiermesserscharfe spitze Zähne wie die eines Hais. In vielen Erzählungen wird beschrieben, dass die Uminiobo über übermenschliche Kräfte verfügen, was sie umso gefährlicher macht. Uminiobo verbringen die meiste Zeit im Meer. Jedoch sind sie auch in der Lage, mehrere Tage an Land leben zu können. Laut einem Eintrag der Yokai im Yamamoto Honzo, einer Biologie-Enzyklopädie aus dem Jahre 1709, können sie nicht sprechen. Jedoch wird in vielen Erzählungen beschrieben, dass die Uminiobo sprechen können. Man vermutet, dass die Uminiobo des Yamato Honzo sich höchstwahrscheinlich auf die Ninjo, eine Meerjungfrau, bezieht und nicht auf die Yokai. Volkserzählungen aus Fischerdörfern beschreiben Uminiobo als furchterregende Raubtiere, die Menschen zum Vergnügen töten und verspeisen. Das ist jedoch nicht immer der Fall. Zwar jagen sie Menschen, können aber auch durchaus Mitgefühl zeigen und manchmal sogar freundlich sein. Der Mythos der Uminiobo hat seinen Ursprung in der Region Izumo, in der Präfektur Shimane. Und ähnliche Erzählungen kommen auch in der Sanriku-Küste und in anderen Küstenregionen Japans vor. Diese Geschichten ähneln oft anderen Küsten-Yokai, die Fischerdörfer heimsuchen, wie zum Beispiel der Iso-Onna. Man glaubt, dass die Geister von ertrunkenen Frauen in eine Uminiobo reinkarnieren. Manchmal wird auch behauptet, sie seien die Ehefrauen von Umibosu. Und eine weitere Legende aus der Präfektur Iwate erzählt davon, dass zwei Fischer auf das Meer hinausfahren und nicht zurückkehren. Ihre Ehefrauen warten und fangen dann an, sich große Sorgen um den Verbleib ihrer Männer zu machen. Eine Uminiobo entdeckt die Leichen beider ertrunkenen Fischer im Meer und sie kehrt ans Land und verkleidet sich als Mensch. Unauffällig sucht sie die beiden Ehefrauen der Fischer auf, um ihnen dann ein Paket zu übergeben. Als die Frauen das Paket öffnen, befinden sich die abgetrennten Köpfe der ertrunkenen Ehemänner dort drin. Verstört und vor Entsetzen schreien die Frauen und sie sind so überwältigt von ihrer Trauer, dass sie sich ins Meer stürzen und ertrinken. Es heißt, dass diese Frauen selbst so Uminiobo wurden. Ja, das waren schon die drei Yokai, die ich euch heute in diesem Stream vorstellen wollte. Also, mir hat es großen Spaß gemacht, mich gemeinsam mit euch der Kultur und den Mythen der Legenden Japans auseinanderzusetzen. Wenn ihr gern mehr Geschichten und Themen aus dem asiatischen Raum hören wollt, dann schreibt mir das sehr gern. Zum Beispiel YouTube, Kommentare oder auf Twitch im Chat. Und wenn ihr immer noch nicht genug habt, wie gesagt, habe ich noch drei Videos zu original japanischen Geistergeschichten, die schon sehr alt sind und sehr unheimlich und grausam. Die werden euch sicherlich auch gefallen.